Selbst wenn mein ganzes Haus von Kevin jetzt in die Luft gejagt werden sollte. Es ist alles fein, weil es ist ein Game. Ich möchte nicht, dass jetzt hier Spark oder G-Time oder irgendwer, der jetzt hier beteiligt gewesen ist, in irgendeiner Art und Weise irgendwie Hate erfährt. Das muss nicht sein. Spark handelt hier im Sinne des Projekts und ich habe da gerade eben vielleicht ein bisschen zu sehr drüber gemacht. Ich fand's witzig, Chat fand's lustig, aber ganz, ganz wichtig ist halt für mich, dass jetzt die beiden hier nicht irgendwie weggehatet werden von meinen Zuschauern. So, wir spielen mal wieder Minecraft, klar. So, wen haben wir denn hier? Iosa ist da. Ja, schauen wir mal, wer im Discord ist, meine Freunde. Wir schauen mal rein. Hallo, bonjour, was geht? Bonjour, nichts Großartiges. Was machst du gerade? Hogwarts. Was machst du gerade in Hogwarts? Hast du irgendwas Geiles gebaut? Komm, zeig her. Ich überlege gerade, wie wir Hogwarts an den Hydroloop anschließen. Warum? Damit es gut erreichbar ist. Hier ist ein neuer Brunnen. Da muss man aufpassen. Der Brunnen ist ohne Wasser. Ich hätte eine Guillotine im Angebot. Kann man die schon sehen? Ich habe sie entworfen. Aber ich muss Spark fragen, ob es okay ist, weil er will ja wohl hier was bauen. Zumindest hat er geschrieben, Tod durch Amboss. Und, Alter, hier ist ein Dönergrill. Hier vorne hat es einen Döner. Guck mal. Rüstungs- und Waffenschmied. Ein Döner. Okay, nicht ganz. Wenn du auf Discord guckst, kann ich dir mal kurz zeigen, was ich mir da überlegt habe. Man kann über die Lava einfach drüber laufen. Wann geht das denn? So, Leute. The Joecraft hat entworfen. Eine geile Tötungsmaschine. Let's go. Muss noch ein bisschen verkleidet werden, aber ich habe die Idee so lustig gefunden. Die Idee ist, der Spieler muss sich hier hinstellen und muss sich dann hier so reinlegen, sodass dann sein Kopf hier so durchguckt. Und dann... Geil, das ist geil. Oh, Castcraft hat angefangen, hier den Turm zu bauen, I see. Sehr, sehr schön. Der ist jetzt. Ach, Revi, aber wo du gerade da bist, ist super gut, weil die Zuschauer sagten, du hattest hier was vor. Kannst du mal hier zum Marktplatz kommen? Schau mal, was hältst du davon, wenn wir hier so eine kleine Treppe in der Mauer nach unten führen? Ja, ja, ja. Und dass das der Anschluss zum Hydroloop ist. Also, ich würde hier unten dann vielleicht so ein kleines Häuschen oder hier unten ein kleines. Ja, aber das hier brauche ich. Das hier, also diesen Platz hier brauche ich. Ne? Ich möchte heute den Geheimgang hier bauen. Was für ein Geheimgang? Der quasi im Brunnen mündet. Also, hier soll so eine Art Kanalisation sein und das soll dann quasi im Brunnen münden. Das baue ich jetzt gleich alles noch. Das hatte ich jetzt heute vor. Und da soll hier das Wasser so rausfließen? Genau, das soll dann quasi hier so runterfließen und hier soll es dann so einen kleine Dinges drüber halt geben. Aber ich glaube, ich sehe eh schon, dass ich muss G-Time Bescheid sagen. Ja, ja. Also gut, im Prinzip, das waren alles meine Berge. Die habe ich ja, wie gesagt, noch mal. Hey, Digga, wieso macht Kevin schon wieder so einen Kasper, Alter? Er soll doch einfach nur kurz Discord kommen. Ich check das nicht, Mann. Hallo? Hallo? Kevin, ich wollte dich nur was fragen, ja? Was denn? Zwischen deinem Grundstück und dem vom Spark ist ja die Schlucht, ne? Ja. Können wir die mit Wasser fluten, so auf Höhe des Meeresspiegels und genauso designen wie auf der anderen Seite? Mach das von mir aus. Ich bin eh, wie gesagt, da hinten weg. Wie, du bist da hinten weg? Ja, ich habe mir mit Gemba einen eigenen Bereich gesucht. Und was ist mit deinem Haus? Ich dachte, du wolltest es größer bauen. Ja, das bleibt jetzt da einfach stehen, so. Warum? Ja, weil das quasi, das ist das Wahrzeichen von mir dort hinten. Und jetzt baue ich woanders. Aber ich kann ja trotzdem noch an die Kisten, ne? Ja, ich habe das Wertvollste sowieso rausgenommen. Die Emeralds und so sind alles weg. Aber die Villager sind noch da? Ja, noch sind die da. Okay, kann ich die haben? Nein. Warum? Weil ich die selber nutze. Aber wieso machst du denn jetzt so ein Anti-Move? Wie ein Anti-Move? Ich kannst du woanders hin. Wieso gehst du denn jetzt einfach? Du hast doch noch voll die geilen Möglichkeiten. Revi, du claimst alle Grundstücke. Halt, das erzählst du seit Wochen und das stimmt nicht. Doch, du hast mir den Bauernhof im Livestream vor den Zuschauern hast du mir das Grundstück gegeben. Eine Woche später kommst du an und sagst, ja, G-Time, wir müssen das überdachen, da kommt eine Höhle drüber. Ich habe da nicht mal eine Chance mit dir zu diskutieren, weil dann kommen, wie gesagt, auch Argumente wie, ja, aber das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Wer soll denn da noch was gegen sagen, wenn da ein Projekt ist mit 8 Leuten, du sagst ja, es ist ein Gemeinschaftsprojekt, da hat doch gar keiner Bock zu sagen, ja, nee, finde ich nicht geil, ich hatte das und das geplant, weil dann ist ja die Spaßbremse für alle. Ja, also Kevin, jetzt ist ja auch, ne, das so, und deswegen habe ich jetzt den einfachsten Weg genommen. Ich habe mich jetzt verpisst auf gut Deutsch. So, okay. Jetzt baue ich woanders. Kann ich dann dein Haus abbauen und was anderes dahin bauen? Nein, ich will, dass das alles so bleibt, wie es ist. Aber du brauchst das ja nicht mehr. Ja, wieso? Das ist ja mein Grundstück. Ja, aber das kann ich ja dann haben, wenn du da nicht mehr wohnst. Nö, nein. Darfst du nicht. Warum bist du jetzt so eine Spaßbremse? Das ist doch ein gemeinschaftliches Ding. Ich will da einen Außenposten bauen von Hogwarts. Ja, nein, das Haus bleibt da. Und wenn das Haus jetzt die Gegend nicht schön macht, dann ist das sogar noch gut. Ah, du willst also mir offiziell den Spaß verderben. Das ist gegen die Regeln. Ja, ja, genau. Ich will offiziell dir den Spaß verderben. Ich habe von Anfang an geplant, ab der ersten Staffel, ich baue dieses Höllenhaus, um Revi den Spaß zu verderben. Also ich finde, du übertreibst es hier gerade. Du wirkst es hier wirklich... Ist immer so, Revi. Du machst jetzt hier so negative... Du wirfst mich jetzt in ein ganz negativen Licht. Nee. Ich sag einfach nur, wie es ist. Also Kevin, das alles, ist jetzt... Alles, was ich gebaut habe, hast du gesagt, ist hässlich. Ja, aber es ist ja eine
Ist ja eine Ansichtssache, ne? Vielleicht fände das andere ja schön, sag ich ja, mal. Ja, aber das ist ja völlig egal. Das muss ja dir gefallen. Nee, muss es ja nicht. Doch, wenn das neben dir steht, muss das dir gefallen. Weil wenn das nicht schön ist, dann nimmst du dir das Grundstück und sagst, ja, du baust hässlich, du darfst hier nichts mehr bauen. Aber du hast ja auch bewusst teilweise hässlich gebaut, damit du mich nervst. Ja, weil ich ja kein Content mehr hatte. Ich hatte ja kein Grundstück mehr, um schön zu bauen. Aber was ist denn, wenn wir jetzt dein Haus einfach abreißen, das geil bauen? Ja, dann gehe ich hin und spreng einfach dein Haus. Aber auch wenn das besser aussieht als deins? Ja, ich will ja nicht, dass du mein Haus abreißt. Nee, ich mach das ja nicht. Mach dir dann Veto, zum Beispiel. Ja, wie gesagt halt, ich will ja nicht, dass das abgerissen wird, das Haus. Ja, aber das kannst du ja, sag ich mal, schlecht verhindern, oder? Ja, du kannst ja auch schlecht verhindern, dass ich dein Haus sprenge. Das ist auch wieder wahr, ja. Ich will das Haus von mir noch behalten. Aber warum? Ein Haus reicht doch ja, zum Wohnen. Ja, weil das mein Grundstück ist. Ja, verstehe ich, aber das du kannst... Vielleicht kommt ja jemand neu nach Craft Attack oder so, den ich eine Unterkunft bieten will in meinem Höllenhaus. Ja, Ascation zum Beispiel, darf der darin wohnen? Nein. Siehst du, und das ist gemein. Der ist neu und braucht jetzt bald ein Haus und du verbietest ihm das. Nee, ich will ihm das nicht verbieten. Real Talk Roleplay f***t mich übelst ab. Ich glaube, Jita meint das gerade ernster, als Revi denkt, dass das, wie ernst das meint. Könnt ihr mal ein bisschen realer, also talken und euch einig werden? Das ich meine hier gar nichts ernst. Wovon soll ich mir denn einig werden, Spark? Ich habe einfach nur gesagt, ich will nicht, dass ja, mein Haus also ich habe noch nie meine Sache kommen. Ernst genommen. Ich habe mir jetzt sogar, noch nie. Also ohne Witz, Jungs. Ich bin jetzt weggegangen und baue woanders und habe schon wieder jetzt Stress. Nee, ich habe gesagt, Jita. Das liegt aber daran, dass du Leute reizbar bist. Ich meine jetzt eher in Richtung von Revi, ne? Dass er das einfach auch mal ruhen lässt. Und, ich lass das ruhen. Peter meint das schon ernst und dann kann man das ja mal so lassen und nicht versuchen, das Haus jetzt noch abzureißen oder was anderes draus zu machen. Ich will das Haus doch nicht abreißen, ich will es umbauen. Ja, möchte ich aber nicht. Ich will nicht, dass du mein Haus umbaust. Okay, da können wir dann drüber reden, wenn du wieder drin wohnst. Dann ich will nicht mit dir reden. Warum willst du jetzt auf einmal nicht mit mir reden? Ja, ich will nicht mit dir über mein Haus reden. Dann lass uns über was anderes reden, okay? Ja, ich will nicht, dass mein Haus aussieht, als wenn eine 80-jährige Oma da drinnen wohnt. Das ist jetzt wieder gemein. Spark, sag ihm, dass mich das verletzt hat, bitte. Aber meint ihr beiden eigentlich eure Unterhaltung gerade ernst oder ist Nein. das Spaß? Also ich glaube, wir lachen gerade beide ein bisschen, ja, oder also, Kevin? Ich vermute, G meint's ernst, Revi nicht. Das ist irgendwie das Ding. Ich will einfach, dass mein Haus so bleibt, wie es ist. Und das ist mein gutes Recht. Das ist ja mein Grundstück. Also du willst, dass das Haus hässlich bleibt? Also das Haus von G-Time steht unter Denkmalschutz. Trotzdem darf Revi zu Teilen über das Grenzstück verfügen. Amen. Nein. Genau. Nein. Nein. Okay. Doch, Joker hat es gerade gesagt. Joe hat gar nichts zu sagen. Leute, Hä? Das Grundstück ist G-Time. Genau, fertig. Das gehört und Kevin das und da gibt es nichts dran zu rütteln. Dann, wenn er das nicht möchte, dann möchte er das nicht fertig. Das hat doch Joe gerade gesagt. Ja, das Haus von Kevin bleibt so, wie es ist. Es steht unter Denkmalschutz. Ja. Aber wenn zum Beispiel Revi jetzt diese Schlucht da verändern möchte, kann er das ja meinetwegen dann machen. Das hat ja auch. Aber das soll nicht wieder rüber bis auf mein Haus gehen. Nein, das geht nicht. Wenn da irgendetwas an meinem Haus geändert wird, ne? Ich sag euch das, Jungs. Ich dreh durch. Kevin, ich liebe dich einfach so als Charakter. Du bist so ein geiler Mensch. Revi, ja, du weißt das. Du weißt das. Das ist mir scheißegal. Dann raste ich komplett aus hier. Gut. Das ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Dann haben wir das auch geklärt. Jo, alles klar. Alles klar. Kevin, noch eine letzte Frage. Viel Spaß bei eurem Schluckbau. Machst du bei Pogwarts irgendwann wieder mit? Nö. Du hast ja letztes Moment. Du hast letztes gesagt. Also, ich will's jetzt nicht auf die Spitze treiben. Du hast gesagt, du lässt uns erstmal machen und dann kommst du wieder zurück, hast du letztes gesagt. Warum machst du jetzt einmal wieder. Ja, weil ich einfach keine Lust mehr habe, wie ich sag. Jetzt Real Talk, ne? Real Talk, sagst du mir, wie es ist. Ich hab keine Lust auf deine Spontanität. Das f*** ich einfach unfassbar ab. Ja, genauso, dass du die ganzen Grundstücke genommen hast. Ich sag dir, das ist absolut mein Ernst. Mich frustriert das, wirklich. Und ich, an meiner Meinung hat sich auch nichts geändert wegen Early Boy. Finde ich immer noch Das Problem ist, dass Revi das nicht ernst nimmt von dir, G, weil er denkt, dass du Spaß machst, was du aber nicht tust. Und das ist das, was mich dass ihr euch einfach nicht versteht und irgendwann auf der Projektleitung wieder hängt. Wir reden aneinander vorbei, glaube ich gerade, Kevin. Nein, du nimmst das nicht ernst, was G-Time sagt, aber er meint das ernst. Ernsthaft, das ist ja genauso, beste Beispiel, ich sag Revi, meine Kisten bitte bleib da weg, klau da nichts draus. So, dann nimmst du dir Steine, dann sag ich ja, Revi, du hast ja schon wieder Steine genommen. Ja, Hero Brian macht das auch. Ja, was soll ich denn noch sagen? Das ist, als wenn ich mit einem Dreijährigen diskutiere. Es macht keinen Sinn. Deswegen diskutiere ich nicht, weil ich habe diese Hoffnung aufgegeben. Es ist halt einfach, ich habe mich damit abgefunden, dass du so bist, wie du bist. Ich kann das aber auch nicht ändern. Der einzige Ausweg ist nur von dir wegzufliegen. Aber ich werde da bauen, wo du hinkommst. Da baue ich ein großes Schloss. Das fand ich unpassend, Revi. Das stimmt. Leute. Lass erstmal den Kindergarten wirklich hier sein. Das hat ja nichts mit Kindergarten zu tun. Also, okay. G-Time möchte nicht, dass das Haus, wie es jetzt ist, kaputt gemacht wird. Und Revi, du weißt, glaube ich, innerlich weißt du, was G-Time meint. Ja, klar. Ich glaube, wenn du so ein bisschen die Schlucht veränderst, ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, G-Time
ist es auch wichtig, dass man da wirklich auch auf ihn hört. Komm, dann lass uns das doch jetzt einfach dann einen Deckel drauf machen. Und vielleicht hat ja irgendwann, wenn wir uns jetzt gut benehmen und alles gut läuft, ja, die haben irgendwann doch wieder Bock, bei Hogwarts mitzumachen. Richtig, genau. Ich will einfach erstmal nur noch mal Beispiel vorangehen. Um das abschließend zu sagen, ja? Der Bauleiter ist da, der Bauleiter ist da, der Bauleiter ist weg. Sorry. Ja. Ich finde es auch nicht gut, dass ihr das als Kindergarten abstempelt, Jungs, weil ich sag das so, wie es ist. Wenn ich hier so eine Craft Attack Session habe, ja, also eine Season, dann mache ich mir vorher Gedanken darüber. Ich nicht. So wie jeder andere von euch auch, ja? Nein, auch Smartplan zum Beispiel. Nein, ich plan gar nicht. Ja, du vielleicht nicht, aber andere machen das. Zum Beispiel ich. Ich plane dann im Voraus, was ich vorhabe zu bauen. So, und dann claim ich mir ein Grundstück, wo ich den Platz habe, das zu bauen. Und wenn dann sowas ist, wie das Revier hingeht und sich die Sachen nach und nach unter den Nagel reißt, ohne mit mir vorher darüber zu reden, dann ist alles, was ich geplant habe, für die Katz. Und logischerweise frustriert mich das dann auch, weil ich dann nicht das machen kann, was ich geplant habe. So geht es zum Beispiel auch einem Early Boy. Und verständlicherweise fragen ja auch meine Zuschauer dann, yo, G, wie sieht's eigentlich aus? Warum bringst du eigentlich keinen Craft Attack mehr? Und ich habe also ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, meinen Zuschauern zu erzählen, von wegen, deswegen gerade raus oder so. Ja, Revi, aber es ist ja so gelaufen. Du hast die Grundstücke alle genommen. Es ist also komplett, es ist alles meine Schuld. Das ist das Problem. In Minecraft gibt es nicht genügend Blöcke. Wir brauchen eine größere, fast schon unendliche Welt, damit genug Platz da ist. Die Welt ist unendlich. Nein, Revi, du hast mittendrin hast du angefangen, so ein riesen Gemeinschaftsprojekt zu planen. Was ich auch voll geil ist, ja. Ja, finde ich auch voll geil. Aber du planst das mittendrin, mitten in der Stadt, wo schon alle ihre Grundstücke geclaimed haben. Aber es war ja Platz, nee, da war es nicht geclaimed. Das gibt doch keinen Sinn. Ich habe das doch mit allen abgeklärt, Kevin. Nein, mit Early Boy hast du das nicht abgeklärt. Der war nicht da, Early Boy ist ultra abgeklärt auf dich. Ja, das ist ja jetzt so. Ja, und es ist doch total egal, ob er da war oder nicht. Ja, richtig. Ist halt doof gelaufen und ich kann es aber jetzt noch nicht rückgängig machen. Und mit mir hast du es auch nicht abgeklärt. Ja, doch schon. Du hast einfach deinen Wald und alles gebaut, was ich dann einfach erstmal so hingenommen habe. Ja, ich kann. Dann hast du, ja, richtig. Dann hast du da deinen Traumdorf angefangen zu bauen. Das nicht mal bei dir irgendwo war. Das ist nicht mal bei dir in der Nähe. Dann hast du mir den Bauernhof gegeben. Eine Woche später heißt der G-Time. Dann sag doch einfach währenddessen etwas. Komm doch nicht im Nachhinein. Nein, das macht ja keinen Sinn. Bei Herobrine will das. Moment, Herobrine ist erst seit 2 Tagen da. Ja, aber dann kommt irgendwas anderes. An mir, das weiß ich nicht. Santa Claus. Ich hab nie Santa Claus erwähnt. Du merkst das nicht. Das Problem ist, wenn man mit dir diskutiert, das geht dann immer in eine Richtung, dass es keinen Sinn ergibt. Also, Kevin, ich hab ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich bin ehrlich, okay? Und ich will nicht, dass du wegen mir keinen Spaß beim Projekt hast. Aber es ist alles... Ja, ich hab ja jetzt Spaß. Jetzt hab ich Spaß. Ich hab mir jetzt einen Platz gesucht. Ja. Da baue ich jetzt. Ich will nur, dass mein Haus in Ruhe gelassen wird. Und nächste Staffel, da suche ich mir ein Grundstück, wo ich bauen kann. Und wenn du da hinkommst, dann sage ich Revi, jo, verpiss dich. Alter. Und wenn du dich nicht verziehst, dann schlachte ich dich die ganze Zeit nur noch ab. Nein, Kevin, lass uns das mal für nächstes Jahr machen wir das anders. Wir bauen nicht mehr zusammen, Revi. Ich will nicht mehr mit dir zusammen. Das ist eine Tradition. Wir haben immer zusammengebaut, Kevin. Ja, diese Tradition werden wir nächstes Jahr safe brechen, Revi. Nein, werden wir nicht. Ich sage das so, wie es ist. Das werden wir safe brechen. Ich werde mit dir kein Grundstück mehr zusammen haben. Nee, nicht zusammen, in der Nähe. Ne? Bau mit Rotpilz zusammen, der freut sich mega mit dir zusammen zu bauen. Nee, bei Rotpilz kann ich nicht so geil an die Kisten gehen und klauen. Ja, Kevin. Ey, es ist wie es ist, es ist blöd gelaufen. Kevin drüber freuen, wenn du ihn wenigstens fragst, wenn du an den Kisten klaust. Ich glaube, es geht gar nicht mal um die Tatsache, dass du es tust, sondern es geht ich würde ja gerne, aber Kevin ist ja nicht mehr da gewesen in letzter Zeit, ne? Ja, aber da kannst du ja nicht an die Kisten einfach gehen. Du kannst eh doch per DM eben per Discord fragen. Machst du das im Supermarkt auch, wenn du an die Kasse gehst und der Kassierer ist nicht da? Ich gehe mit meinem Einkauf einfach durch, ist keiner da. Wenn keiner da ist, sind die selber schuld. G-Time, was müsste denn passieren, dass du dass alles in Ordnung wieder geht? Pass auf, Kevin, ich mach dir jetzt ein Angebot. Ich reiß meinen kompletten Wald jetzt ab, okay? Nein, ich zünd jetzt meinen eigenen Wald einfach an. Nee, Kevin, dann hast du den Platz. Komm, weißt du was, Kevin? Ich nehme mein Haus. Ich wohne jetzt. Nein, Kevin, aber nicht glücklich stellen. Der Drops ist hier. Ey, hallo, der Drops ist gelutscht. Hier ist noch gar nichts gelutscht, wenn ich nicht einverstanden bin. Doch, ich bin schon weg mit Gemba. Wir haben hier schon alles geterraformt. Wir haben hier schon den ersten Turm gebaut. Mir ist das egal. Für mich sind das nur ein paar dumme Videospielblöcke. Von mir ist zünde ich meinen ganzen scheiß Wald und meine Palisade um mein Haus. Mache ich auch gerne kaputt. Dann kannst du ja alles nehmen und ich wohne in Hogwarts. Hey, wir sind schon weg. Das macht gar keinen Sinn mehr, weil ich will gar nicht mehr... weil wir schon eine Stelle zum Bauen jetzt haben. Das heißt, man kann es dir nicht recht machen. Und das ist ein krasses Angebot, was ich gerade gemacht habe. Das würde kein anderer Spieler machen. Es ist zu spät, um das recht zu machen, Revi. Ich bin zufrieden, so wie es ist. Alles cool. Ich habe einfach nur gesagt, wie ich das empfunden habe. Und nächstes Jahr werde ich den Tipp von Spark beherzigen. Ich suche mir ein Grundstück, wo ich mehr Platz habe. Wo ich dann auch nicht belästigt werde. Was? Jemand hört auf mich? Ja.
Finde ich schade. Also ich werd immer gerne bei dir in der Nähe sein, Kevin. Das kannst du nicht verhindern. Wenn Revi in der Nähe ist, ist das doch auch 1A Content. Ist doch cool. Macht doch immer Spaß. Oder? Nee, empfinde ich nicht so ehrlich. Also ich würde gerade einfach alles opfern. Ich kann meinen ganzen Wald anzünden. Ich gehe auch gerne hin. Digga, also ich mache gerne alles einfach kaputt. Mir ist es egal. Für mich sind das ein paar Blöcke. Ich habe da ein bisschen Zeit rein investiert. Alle haben gesehen, es war cool aus. Von mir ist Kevin, weißt du was? Du kannst gerne in meinem Haus wohnen. Ich gebe dir mein Haus. Du kannst kaputt machen. Nee, ich will ja nichts. Ich will dich einfach nur glücklich machen. Kevin. Ja, aber ich bin ja glücklich. Ich habe jetzt hier meinen Bereich, meine Zwergenfestung, die ich mit dem Gemba baue, und wir sind jetzt zufrieden. Du kannst jetzt nicht auch eine Burg bauen, das geht zu weit. Wir bauen eine Zwergenbasis. Ja, super. Jetzt bauen wir hier eine Höhle mit Zwergen auch noch rein. Aber mach dir keine Sorgen. Gemba ist alles hier am Kaputtsprengen, weil der lässt immer Creeper hochgehen. Der tut Lava hier verkippen und alles. Deswegen, zu sagen, das ist ein geiles Projekt, was ihr da habt. Ja, ist sau strong. Also ist sehr stabil. Mit Gemba ist absolut ein super geiler Builder. Den würde ich safe, wenn ich ein Bauunternehmen hätte, sofort einstellen. Kevin, die Sachen, die jetzt in deinen Kisten drin sind, ne, darf ich da nochmal durchwühlen? Ach du Heilige, ey, das war die letzte Frage, die ich jetzt erwartet hätte. Nein, ich möchte bitte, dass mein Haus jetzt so bleibt, wie es ist, und dass du auch meine Kisten bitte in Ruhe lässt. Ich guck nur mal rein, ne? Ich möchte eigentlich auch nicht, dass du mein Haus generell betrittst. Okay, ich werde nichts aus deinen Kisten rausholen. Ich meine, wenn wir Sachen brauchen, können wir die doch farmen. Oder bezahl doch wenigstens dann Kevin dafür mit. Ja, würde ich auch machen. Ja, ich will das aber nicht, Joe. Ich will einfach, dass mein Haus so bleibt, wie es ist. Okay. Dann gehe ich jetzt auch wieder weg, weil ich wollte jetzt gerade mit Gemba zusammen schön chillig Stardew Valley zocken, ja? Mhm. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Jungs. Kann mir jemand Unsichtbarkeitspotion machen? Bei eurer Festung. Guten Rutsch, Kevin. Ja, genau. Ja, kommt gut ins neue Jahr, ne? Und denkt dran, Böllern ist verboten, ne? Darf man nicht. Ist verboten. Also Kevin. Ja, bitte? Du verbietest mir jetzt dein Haus komplett zu betreten, richtig? Ja, mein Haus darf... Aber jeder andere aus dem Projekt darf's, oder was? Nein, es darf niemand in mein Haus. Mein Haus ist quasi absolut top secret für alle. Jeder darf da nicht mehr rein. Keiner mehr? Niemals mehr? Keiner, nein, es darf niemand mehr in mein Haus. Mein Haus ist Verbotszone. Auch Spark? Ja, auch Spark darf da nicht mehr rein. Ja, ich respektiere das auch, wenn mir das jemand sagt, ne? Okay, gut, ich bin dann jetzt raus, ne? Mhm. Tschüss! Ciao! Chat, jetzt gleich so, kommt das. Kurz was einwerfen, jetzt gleich kommt das Lustigste, was gleich passiert. Fragen, wartet. Ich bin jetzt Spark, ganz ehrlich, ich habe auch jetzt keinen Bock mehr auf Porkwurz, ne? Sag nicht sowas, komm, wir haben Spargel jetzt gleich ganz viel Spaß. Sag Witz, doch nächste. Hier, Minecraft-Jokes, ey. Ja, Revi. Du musst bei mir den richtigen Buttons drücken. Manchmal ist einfach unpassend irgendwie. Ja, du hast recht. Warum? Weißt du, ihr macht's mir auch nicht leicht. Weißt du, wie soll das funktionieren, auch aus Orga-Sicht, wenn die ganze Zeit immer so ein Rotz passiert, wo man eigentlich nicht einschätzen kann, wer was ernst meint, wer was nicht. Das ist absolut schizophren. Ja, Mann, ich bin einfach ein Affe. Was soll ich sagen, Spark? Wirklich, ich bin einfach super, super schwierig, ne? Ja, das macht's nicht sehr, sehr leicht. Hast du Escation schon gewitelistet, Spark? Nö, ist er denn da? Müssen wir mal schreiben oder müssen wir in seine Whitelist hier in unseren Channel mal seinen Namen reinschreiben? Ich geb dir... Style ist auf jeden Fall das, was ich vorhabe, auch sehr ähnlich eigentlich. Ja. Eine kleine Variation hier rein. Dinge, die Spark noch nie gesagt hat, Liste. Check. Spark. Ich hab nur wiederholt. Spark. Ja. Escation läuft in G-Times Haus rum. Halt dein Ernst, oder? Ja, doch. Der ist gerade in G-Times Haus und klaut aus den Kisten. Jetzt wirklich ernst, aber ich fliege gerade wirklich ernst. Ja, er klaut gerade. Er hat sich gerade eine Rüstung geklaut. Oh, jetzt ist er umgebracht worden von G-Time. Und er ist das Spiel geleftet. Sag mal, wenn das die Amtshandel von Escation war, dann war es das für den mit Craft Attack, ne? Spark, ich muss ehrlich sein, ich habe mich gerade mit seinem Account eingeloggt und das gemacht, nur weil ich lustig sein wollte. Es tut mir leid. Ich weiß einfach nicht, wann es gut ist. Ich hatte seine Accountdaten noch am PC drauf. Es tut mir leid. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das war's. Das war's. Regi, ich habe wirklich nicht vor, dich heute nochmal zu entbannen, ne? Ist dir das klar? Oh nein, das kannst du nicht machen, Spark. Doch, wirklich. Also no joke, weißt du, das geht einfach nicht. Ah, Spark, das war doch nur ein kleiner Joke. Nee, das ist leider über einer Grenze drüber. Tut mir leid, Revi, such dir bitte heute was anderes. Spark, das war doch nur ein kleiner Witz. Nein, komm schon. Nein. Ey, guck mal, es war ja jetzt klar, dass da jetzt nichts großartig passiert, oder? Das ist egal. Nach diesem Talk, ganz ehrlich, das kannst du nicht machen. Ja, also ich weiß nicht. Ich fand das, guck mal, es war ja nicht der Plan, dass ich da jetzt irgendwas klaue, wirklich, ne? Das ist ja klar. Das ist egal. Allein das Triggern. Ihm war es einfach wirklich wichtig und du einfach drauf. Und genau das ist das Problem, was einfach den ganzen Stress verursacht und das Projekt ruiniert. Ich bin da echt, nee. Aber es war auch verdammt lustig, oder? Sei doch mal ehrlich. Komm, das war schon... Ich fand's überhaupt nicht lustig. Ich war gerade sowas von enttäuscht, Revi, das ist unfassbar. Oh, das hört man deiner Stimme, okay. Ja gut, dann muss ich das akzeptieren, ne? Ist okay.
Ist ja Rewe, es tut mir leid, es geht einfach nicht mehr. Nee, Spark, ich verstehe das schon, alles gut. Ich find's witzig, aber ich muss das natürlich respektieren, ne? Also ich finde es auch nicht, dass jetzt hier irgendwer Spark tatsächlich irgendwie jetzt dumm haten muss oder sowas, Leute. Das ist alles okay. Ich werde die Zeit jetzt einfach produktiv nutzen. Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, Kevin, Petrit, Trimax, so viele Leute, ich bin Haupteingangspunkt von sämtlichen Trolls. Mir wird wirklich ständig auf den Sack gegangen, ständig. Und ich habe, abgesehen vom letzten Jahr, wo ich es, by the way, auch mehr als Content gesehen hat, genauso hat Petrit das auch gesehen, habe ich mich nie ernsthaft, und auch wenn das manchmal so ankam, Spark, ich habe hier dies und das, ich war nie ernsthaft wirklich, wirklich pisst. Ich war nie ernsthaft wirklich pisst, selbst wenn mein ganzes Haus von Kevin jetzt in die Luft gejagt werden sollte oder Rotpilz dann einen Affen hinbaut. Es ist alles fein, weil es ist ein Game. Es ist für mich ein Game und ich finde das vollkommen in Ordnung. Für mich ist das wirklich komplett egal. Ich sage das immer wieder. Ich bin einer der Einzigen, die immer wieder darauf plädieren, dass das hier alles nur ein dummes Game ist und wir alle mal ganz kurz ein bisschen runterkommen sollen. Ich möchte nicht, dass jetzt hier Spark oder G-Time oder irgendwer, der jetzt hier beteiligt gewesen ist, in irgendeiner Art und Weise irgendwie Hater fährt. Das muss nicht sein. Spark handelt hier im Sinne des Projekts und ich habe da gerade eben vielleicht ein bisschen zu sehr drüber gemacht. Ich fand's witzig, Chat fand's lustig und ich sag jetzt auch nicht, haha, für den Content nehme ich jetzt den Bann in Kauf so. Das ist halt einfach nicht in Ordnung so und das wird mir jetzt eine Lehre sein. Aber ich glaube halt einfach mal, ich glaube nicht, dass Kevin damit ein Big Problem gehabt hat und ich denke mal, wir hätten das auch auf einer anderen Ebene klären können. Aber ganz, ganz wichtig ist halt für mich, dass jetzt die beiden hier nicht irgendwie weggehatet werden von meinen Zuschauern. Es ist funny, dass ich auch mal einen Craftec-Bann bekommen habe so. Es gibt zwei Spieler, die das jemals geschafft haben. Das war einmal Petrit, obviously, und einmal ich. Aber ich will jetzt hier nicht anderen Leuten das Projekt versauen und ich möchte nicht derjenige sein, der jetzt dafür sagt, dass Kevin keinen Bock mehr darauf hat. Ich hätte mir nur gewünscht, dass einfach ein bisschen offener mit mir gesprochen wird und wenn halt jemand mir privat schreibt, yo, Digi, das und das ist gerade für mich absolut nicht in Ordnung und ich will das und das nicht so. Hey, ich bin der Letzte, der dann sagt, mach ich nicht und geht mir schon bei, ich höre mir das an und natürlich finden wir immer für sowas eine Lösung. Und jetzt ist halt die Lösung, dass ich einfach kurz gebannt bin und dann geht's halt die Tage einfach ganz normal weiter. Alright, Leute, lasst mal ganz, ganz viel Liebe und Küsse und Subs und Donos und Follows bitte bei Spark da, der hat heute echt schwierigen Tag. Ich bin raus für heute und wir sehen uns dann morgen einfach im Video. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Lasst bitte ganz, ganz viel Liebe und Support bei Spark da, ja? Lasst wirklich eine Wave der Love bei ihm da. Ich wollte die eigentlich zu Kevin rüber schicken, aber ich glaube, das hätte irgendwie funktioniert. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Also, ciao.